vorwärts gesprungen. Es geht Schlag auf Schlag. Arthur Zanetti turnte am Sprung und an den Ringen. Auch er jetzt am Boden. Ein bisschen weniger Zeit, nur 70 Sekunden. Muss er seine 10 schwierigsten Elemente abspulen. Ja, und zeigt das gut. Gönnt sich gar keine Zeit, gar keine Pause, geht gerade weiter. Bereits die dritte Akro-Reihe. Und ganz schwierig, als dritte Sprungreihe. Ein Doppelsalter rückwärts gestreckt mit ganzen Trägen. Originell da die Schwalbe am Boden. Ist klar, dass er das Element wählt. Kräftigen Athlet. Olympiasieger Zanetti da. Zeigt also eigentlich ein Ringelement auch am Boden, die Schwalbe. Zu Kahara. Also er nicht nur ein Ringspezialist, vorne am Sprung. Starke Sprünge zeigt jetzt am Boden. Gang souverän zum Start. Doppeltwist, ja. Wirklich, ja. Also das ist jetzt von Brasilien, Hippolito und Zanetti. Ganz in guten Auftritt. Dieser Halbfinale ist lanciert. Wie gesagt, fast einen ganzen Punkt müssen die beiden aufholen. Im Vergleich nicht mit den Besten, sondern mit der Varinska Verjajew.